Einen wunderschönen guten Morgen, sage ich euch wieder. Sag zu deinen Nachbarn, die Zeiten, in denen wir leben, sind hochinteressant. Christus lebt in uns, der Vater sitzt am Thron und wir mit Jesus Christus zu seiner Rechten. Und wir sind erfüllt vom Heiligen Geist, unabhängig von den Umständen. Ich möchte euch heute was mitgeben, was sehr wichtig ist für jene, die wissen, dass sie einen Auftrag von Gott haben und aber nicht weiterkommen oder nicht richtig wissen, wie sie es machen sollen, tun sollen, etc. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, mach so wie der Salomon. Salomon, der König Salomon, der Sohn vom König David. Lesen wir 2. Korinther, 2. Chronik, Kapitel 1, Vers 7. In jener Nacht erschien Gott dem Salomo und forderte ihn auf: Sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll. Salomo antwortete Gott: Du hast meinem Vater David große Huld erwiesen und mich an seiner Stelle zum König gemacht. So möge sich nun mein Herr und Gott dein Wort an meinem Vater David als wahr erweisen. Denn du hast mich zum König gemacht über ein Volk, das zahlreich ist wie der Staub der Erde. Also Gott hat den Salomo herausgefordert. Sprich eine Bitte aus. Sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll. Und jetzt spricht er sie aus. Verleih mir daher Weisheit und Einsicht, damit ich weiß, wie ich mich vor diesem Volk verhalten soll. Denn wer könnte sonst dieses mächtige Volk regieren? Weisheit und Einsicht. Gott antwortete Salomon: Weil dir das am Herzen liegt, weil du nicht um Reichtum, Vermögen, Ehre oder um den Tod deiner Feinde, auch nicht um ein langes Leben gebeten hast, sondern weil du um Weisheit und Einsicht gebeten hast, um dein Volk zu regieren, zu dessen König ich dich bestellt habe, sollen dir Weisheit und Einsicht zuteil werden. Aber auch Reichtum und Vermögen und Ehre will ich dir geben, wie sie kein König vor dir erlangt hat und auch nach dir keiner haben wird. Und darauf ging Salomo von der Kulthöhe weg nach Jerusalem und herrschte über Israel. Freund, das ist das wichtigste Gebet, das du beten kannst, wenn du weißt, du hast einen Auftrag von Gott empfangen. Du hast eine Vision von Gott empfangen und du lebst in einer Zeit, die sehr herausfordernd ist und du weißt nicht, wie du es umsetzen sollst. Unser Hirn reicht dafür nicht aus. So gescheit kannst du gar nicht sein, dass du einen Auftrag, den Gott dir gegeben hat, ohne der Weisheit Gottes umsetzen könntest. Es wird dir nicht gelingen. Gott gibt uns immer Aufträge, die größer sind als unser Hirn. Da brauchst du nur mich anschauen, mein Hirn ist nicht so groß. Aber der Auftrag, den Gott mir gegeben hat, die letzten 40 Jahre, ich habe hunderte Male gebetet. Herr, schenk mir Weisheit, Einsicht und Erkenntnis und ein hörendes Herz. So gut wie jeden Tag beten meine Frau und ich das. Schenk uns Weisheit, Einsicht und Erkenntnis und ein hörendes Herz, damit wir Gottes Stimme hören und auch verstehen, was er meint. Damit wir den Auftrag ausführen können, den du für uns hast. Es geht ja nicht um unsere Ziele. Meine persönlichen Ziele, die habe ich schon lang links liegen gelassen, weil die können gar nicht mithalten mit dem, was Gott für uns bereitet hat. Aber wenn wir das erleben möchten, was Gott für uns bereitet hat und der Segen sein möchten für andere Menschen da draußen, die noch dringend Ermutigung brauchen und nicht so weit sind im geistlichen Wachstum, dann brauchen wir Weisheit. Und zwar Gottes Weisheit. Nicht nur menschliche Weisheit, die Weisheit Gottes. Weisheit Gottes heißt, die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. Menschliche Weisheit entsteht aus den Dingen, die man im Leben so tut, und je älter man wird, umso mehr soll es werden, die menschliche Weisheit. Aber die Weisheit Gottes ist eine ganz andere Dimension. Die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. Und gerade in diesen Tagen jetzt ist es sehr wichtig, dass wir das, was in
Ukraine und Russland passiert und in Washington und in China so sehen, wie Gott es sieht. Und es ist anders, als die Welt es sieht, glaubt mir das. Wir leben in sehr herausfordernden Zeiten und wir brauchen Weisheit, Einsicht, Erkenntnis und ein hörendes Herz. Und wenn du diese Bitte aussprichst, gibt dir nicht nur das, sondern auch alles andere dazu, was du brauchst an materiellen Dingen, damit du den Auftrag, den Gott dir gegeben hat, umsetzen kannst. Und dafür beten wir in Jesu Christi Namen.